Hey, so schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was vermutlich Teil meines dritten Buches sein wird. Ich habe bisher nur ein Buch veröffentlicht, keine Sorge, du hast nichts verpasst. VÖ Nummer 2 wird, glaube ich, irgendwann Ende nächsten oder Anfang übernächsten Jahres anstehen, weil gerade einfach der Fokus auf meinem Studium liegt. Aber ich habe auch schon super viele Ideen für mein drittes Buch. Ich habe tatsächlich auch schon angefangen und es ist ein Thema, was mir so sehr am Herzen liegt, aber was ich bis dahin einfach nicht unter Verschluss halten möchte, sondern einfach jetzt mit dir teilen mag, so als early Sneak Preview zum dritten Buch, aber vielmehr einfach als Herzensthema, was ich mit dir teilen möchte und als Impulse, die ich mir gewünscht hätte, dass ich sie viel eher verstehe, denn es geht darum, was ich von den Tieren über Heilung lernen durfte, denn ich bin vermutlich nicht der einzige Mensch, der im Laufe seines Lebens verletzt und enttäuscht wurde. Und gerade dieses Jahr war für mich ein Jahr, das hat in einer Beziehung so richtig reingehauen, in einer Freundschaft, die ich hatte, so hart getroffen, dass ich so froh war, dass ich diese drei Insights hatte, diese drei Weisheiten, diese drei Erkenntnisse, dieses Wissen nicht nur gehört, sondern auch auf einer tiefen Ebene durch die Tiere verstanden hatte, dass es mir einfach wichtig ist, sie mit dir zu teilen, weil vielleicht hattest auch du dieses Jahr etwas in deinem Leben, was dich halt wirklich hart getroffen hat, eine Beziehung, die zu Ende gegangen ist, irgendwas anderes, was dich wirklich tief verletzt hat und wo du einfach Impulse, Gedanken, ja, Energie brauchst, die dich unterstützt, einfach wieder an die Heilung zu kommen. Und deswegen bin ich super froh und dankbar, diese Folge mit dir zu teilen. Und würde sagen, wir starten jetzt rein. Und bevor sich jemand fragt, hä, Michi, 1, 2, 3 Bücher, wie viele gibt es denn jetzt? Just One, unbändig, das verlinke ich dir auch unten in den Shownotes. Wenn du das gelesen hast, freue ich mich riesig über eine Amazon-Bewertung oder wenn du es verschenkst oder bei dir in der Insta-Story teilst. Buch Nummer 2 sind wir gerade auf Verlagssuche oder beginnen irgendwann jetzt im Laufe der Zeit mit Verlagssuche und Buch Nummer 3 beginne ich zu schreiben. Also du hast noch nichts verpasst, wenn du unbändig gelesen hast. Keine Sorge, bevor ich jetzt hier im Intro Verwirrung gestiftet habe und mein Postfach explodiert mit ich finde dein zweites und drittes Buch nicht. Nein, aktuell gibt es nur unbändig. Aber in meinem dritten Buch wird es definitiv darum gehen, was ich von den Tieren über Heilung lernen durfte. Aber die wichtigsten oder einen Teil der Erkenntnisse möchte ich einfach heute schon mit dir teilen. Ich habe tatsächlich so 3 Erkenntnisse für mich aufgeschrieben, die mir einfach so sehr geholfen haben, in diesem Jahr mit einer Enttäuschung umzugehen auf eine Art und Weise, die mich als Mensch sehr getroffen hat, als Michi hinter meiner Personenmarke, als Michi hinter meinem Insta-Kanal, die mir einfach wirklich so wehgetan hat, dass ich lange nicht gedacht hätte, dass mich eine Art von Freundschaft so sehr treffen könnte. Und es war für mich einfach unfassbar wichtig, diese 3 Erkenntnisse zu haben. Und die erste Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, ist, dass die Prägungen deines Lebens nichts über dein Potenzial aussagen und auch nichts über das Potenzial zukünftiger Beziehungen. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass deine Vergangenheit nichts über deine Zukunft aussagt. Wir alle haben in unserer Vergangenheit Erfahrungen gemacht, Dinge erlebt, vielleicht sogar Traumata, die uns wirklich auf eine gewisse Art und Weise geprägt haben, die uns wehgetan haben, die wie in diesen kleinen Samen, der wir sind, so eine Delle reingedrückt haben, wo wir einfach nur das Gefühl hatten, boah, es hat so wehgetan, das Herz ist gefühlt wie angeknackst. Und das Wichtigste ist einfach, dass diese Prägungen der Vergangenheit nichts über deine Zukunft aussagen. Was Menschen der Vergangenheit über dich gesagt oder gedacht haben oder wie sie mit dir umgegangen sind, sagt nichts darüber aus, wie du und auch andere Menschen in der Zukunft über dich denken, was sie über dich sagen oder wie sie mit dir umgehen. Alles ist in dir und alles liegt in dir. Und in dir ist grenzenloses Potenzial, egal welche Prägung du hast. Und das Spannende ist, dass unsere Prägungen unser Potenzial nur schärfen in eine Richtung, wo wir wissen, das habe ich durchgemacht und das möchte ich für andere nicht mehr. Das habe ich erlebt und hier wächst meine Empathie. Ich hatte so Probleme, meinem Herzen zu folgen, obwohl es die beste, wichtigste und schönste Entscheidung meines Lebens war. Und ich jetzt als Michi bei
Beispiel im Dezember nach Südafrika fliege und wirklich anfange, effektiv zu schauen, wo ich meine Farm aufbauen kann. Und trotzdem hatte ich so Angst, meinem Herzen zu folgen. Das, wo wir geprägt sind, das, wo wir klein gehalten wurden, das, wo eine Delle in uns ist, das ist wirklich das, wo irgendwie anfängst, so eine Blüte als allererstes rauszuwachsen. Weil das ist das, wo wir häufig rausbrechen. Das, wo der Riss in die Schale kommt, das ist das, wo wir am schnellsten, am effektivsten, am stärksten und am schönsten über uns selbst emporwachsen können. Und das ist einfach was ich von den Tieren so hart gelernt habe. Die alle haben das krasseste Trauma. Die haben ihre Eltern verloren, ihre Mama, ihre Truppe, alles im Leben. Teilweise wirklich mit psychischen Erkrankungen, Klammer auf. Man nennt es nicht so bei Tieren, aber ich nenne es jetzt im Podcast so, weil es leichter zu verstehen ist, Klammer zu kämpfen. Die wollen nicht essen, die sind wie depressiv, die sind traurig, die schreien und weinen nach Hilfe. Und es kommt immer wieder dieser Tag, an dem sie diese Prägung überwinden und unser Potenzial entfalten. Ihr Potenzial wirklich als wildes, freies, starkes, wunderschönes Tier zurück in die Wildnis zu kehren. Und diese Rückkehr in die Wildnis, diese Rückkehr zu dir selbst, die macht jeder von uns mit. Und unsere Prägungen hindern uns nicht daran. Unsere Prägungen öffnen uns am Ende die Tore. Und das war so eine super wichtige Erkenntnis, weil in dieser Freundschaft, die so hart zerbrochen ist, so, weiß nicht, ob, als hätte mir jemand mit so einem richtigen Holzbrett ins Gesicht geschlagen. Genau so hat es sich angefühlt. Und ich hatte damals dann die Entscheidung oder ich hatte diese Wahl, weil ich hatte auch andere gute Freunde in meinem Leben. Oh Gott, sperre ich jetzt wieder alle Menschen aus meinem Leben aus? Weil das hat in mir so diesen Impuls getriggert. Oh Gott, unter Tieren bin ich sicher, aber unter Menschen nicht. Und Menschen sind böse und ich kann nur unter Tieren sicher sein. Es war für mich in manchen Situationen so ein harter Trigger für meine eigene Beziehung, für meine Beziehung zu meinen Freunden, für meine Beziehung zu mir selbst. Und dann zu entscheiden und zu verstehen, zum ersten Mal so richtig in meinem Leben, die Prägung dieser Beziehung sagt nichts über das Potenzial der Beziehungen aus, die ich gerade führe. Nichts über meine Ehe, nichts über meine Freundschaften, nichts über die Menschen, die mich umgeben. Es war eine richtig scheiß Prägung, aber sie raubt den Beziehungen, die ich führe, nicht das Potenzial, großartig und wunderschön zu sein. Auch nicht meinen künftigen. Und gleichwohl aber auch zu sehen, die Prägungen, die jemand auf mir hinterlassen hat, sagen nichts über mein Potenzial aus. Du kannst es in beide Richtungen. Prägungen rauben dir nicht das Potenzial. Es sind einfach nur die Orte, wo du heilen, aber vor allen Dingen auch über dich selbst hinauswachsen darfst. Die zweite Erkenntnis, die ich hatte, nichts ist schwerer zu heilen als unser Herz. Und wir denken immer, um unser Herz zu heilen, mussten wir es schützen und verschließen. Aber unser Herz heilt, wenn wir es öffnen. Und ich erinnere mich in diesem Jahr, und deswegen mache ich das auch an Beispielen fest, weil mir diese drei Erkenntnisse in diesem Jahr so doll geholfen haben, an eine Sprachnachricht, die ich heulend meiner besten Freundin geschickt habe und danach gelöscht habe. Weil ich so dachte, boah nein, du hast gerade so schlimme Erfahrungen gemacht mit jemandem, von dem du dachtest, sie wäre deine Freundin und du kannst das jetzt nicht nochmal mitmachen. Und ich habe dann irgendwann später heulend vor ihr gestanden und ihr das erzählt und gesagt, ich konnte es dir nicht sagen, ich hatte so Angst, von dir verletzt zu werden, wenn ich jetzt mit dir teile, was da passiert ist und wie es mir geht. Und ich habe mich so verletzlich in diesem Moment gefühlt. Aber in dieser Verletzlichkeit, in diesem, ich wurde verletzt und ich bleibe verletzlich, lag dieses krass größte Potenzial für Heilung. Weil ich, als ich das mit drei Menschen geteilt habe, die mir so nah in diesem Moment standen, so in den Arm genommen wurde und so den Raum hatte zu weinen und zu trauern und Enttäuschung zu erfahren und zu sehen, alles, was ich gerade will, ist mein Herz verschließen und zu meinen Affen reisen und die Zelte abreißen und einfach nur sagen, fickt euch alle, ich kann nicht mehr. Und so wäre ich nie geheilt. Sondern, dass ich in dem Moment heile, in dem ich verletzt bin und mich trotzdem verletzlich zeige. Dass, wenn mein Herz sich verschließen möchte, dass ich es trotzdem öffne. Weil ich kann mit verschlossenem Herz keine Liebe und keine Empathie empfangen und auch nicht den Raum und auch nicht die Zuneigung und auch nicht den Halt, den Menschen mir geben. Und ich bin so dankbar für diese Erfahrung. Ich bin so dankbar für diese drei Menschen in meinem Leben, die mir dieses Jahr einfach so wie so eine Stütze waren, als ich selbst gefühlt nicht gehen konnte in diesem einen Lebensbereich. Es ist nicht, dass es mir
die ganze Zeit ultra schlecht ging oder geht, aber es hat mich einfach belastet. Und es gab einfach so Momente, weil das auch nicht von heute auf morgen war, sondern sich so richtig doll gezogen hat und so viele Sachen verwickelt war und ist, wo ich einfach nur dachte, wie bin ich nur hier gelandet? Und mich da einfach verletzlich zu zeigen, das tut mir gerade richtig weh, war so wichtig, denn unser Herz muss sich nicht verschließen, um zu heilen. Unser Herz muss sich öffnen. Und auch das habe ich von den Affen gelernt, denn die Affen heilen nicht und finden nicht zurück in die Wildnis, wenn sie sich verschließen und von niemandem helfen lassen, sondern wenn sie ihr Herz für eine Ersatzmama öffnen, sich großziehen lassen, jemandem zeigen, wie wunderschön und wunderbar sie sind, sich in den Arm nehmen und lieben lassen und halten lassen und zurück in die Wildnis führen lassen. Und es ist so eine emotionale Folge für mich, aber es war mir so wichtig, das zu teilen. Weil ich halt glaube, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der in Beziehungen solche Erfahrungen macht. Und ich einfach hoffe, dass es dir unfassbar hilft, das zu hören. Und das ist ja genau die Erfahrung, die ich mit Badi machen durfte. Er hat sein Herz für mich geöffnet. Und das ist der Moment, wo er anfing zu heilen. Und bei mir ist es genauso. In dem Moment, in dem ich mich trotz dieser krassen Angst wieder so verletzt zu werden, so auf so eine boshafte Art und Weise, auf so eine herablassende Art und Weise, dass in meiner größten Angst meine größte Chance für Heilung lag. Meinen Freunden, die ich trotzdem um mich habe, weiterhin vertrauen zu können. Meinem Partner Marc weiterhin vertrauen zu können. Und ja, das Herz heilt, wenn du es öffnest. Und die dritte Erkenntnis ist, habe ich so zusammengefasst, I am, you are, we are. Und das ist für mich so eine Erkenntnis, dass der Heilungsweg von jedem Menschen unterschiedlich ist. Und natürlich es so gewisse Grundregeln gibt oder Prinzipien, aber dass es kein besser oder schlechter oder schnell oder langsam geht oder ich bin zu alt oder zu jung. Du bist, ich bin und wir sind und es gibt verschiedene Charaktere, auch bei Heilung. Und manche Menschen heilen auf eine andere Art und Weise. Manche Menschen drücken sich aus, manche Menschen malen, manche zeichnen, manche singen. Und du bist, so wie du bist und du mit deiner Art und Weise, mit deinen Prägungen, mit deinem Herz, mit deinem Charakter und deiner Art bist richtig. Und ich bin mit meiner Prägung, mit meiner Art, mit meinem Charakter und mit meinem Herz richtig. Und nur aus zwei heilenden Individuen kann ein Wir entstehen. Nur aus einem Ich und einem klaren Du kann ein gesundes Wir entstehen. Und dieses Wir ist nicht nur auf Beziehungen übertragbar, sondern auch Gesellschaften. Und es hat mir einfach nochmal gezeigt, weil die Menschen, die mir geholfen haben, so charakterlich anders als ich waren und mich in diesen Momenten so auf eine andere Art und Weise auffangen konnten, dass es einfach verschiedene Charaktere für Heilung braucht, für eine stabile Gesellschaft, für eine gesunde Beziehung, was nicht heißt, dass man sich nicht auch mal streitet oder auch Dinge schieflaufen können, aber dass du manchmal gerade das Gegenteil brauchst, um dich zu erkennen und dass es ganz wichtig ist, dich zu erkennen, andere zu erkennen und dann auch das Wir zu erkennen. Ich bin, wie ich bin, mit meinen Heilungen und meinen Verletzungen und dem, wie ich bin. Und du bist, wie du bist, mit deinen Verletzungen. Das hat mir auch geholfen, viel mehr in die Vergebung dem Menschen gegenüber zu gehen, mit dem diese Beziehung so gelaufen ist und trotzdem zu erkennen, es gibt ein Wir und dieses wichtige, lass dir deine Potenziale des Lebens nicht rauben durch deine Prägungen, öffne dein Herz, denn nur durch diese beiden Dinge kann auch wieder dieses gesunde, liebevolle Wir entstehen. Und boah, es war für mich so dieses Jahr emotional Wachstum im Quadrat irgendwie so hoch 200 Millionen. Das war so richtig, richtig hart für mich, aber im Nachgang auch zu erkennen, ich bin ich mit meinem Schmerz, du bist du mit deinem Schmerz, ich teile deinen Schmerz auch zu dir zurück, ich halte meinen Schmerz bei mir und nur dann kann ein gesundes Wir entstehen und gleichzeitig das aber auch aufs große Ganze, auf die Gesellschaft zu übertragen. Es gibt verschiedene Menschen, es gibt verschiedene Charaktere, es gibt verschiedene Arten zu heilen, es gibt verschiedene Träume und in dieser Andersartigkeit liegt diese wunderbare Vielfalt und damit auch das Wunder des Lebens und wir brauchen Menschen, die auf verschiedene Arten und Weisen heilen, die auf verschiedene Arten und Weisen mit Dingen erstmal umgehen, die verschiedene Wege einschlagen, die verschiedene Träume haben. Denn nur so können wir uns wirklich in Vielfalt und in Ganzheitlichkeit entwickeln. Und auch das ist was ich einfach nur von den Affen lernen durfte. Dieses,
Es ist so gut, dass es so viele verschiedene Menschen gibt, weil so entstehen gesunde, stabile Gesellschaften. Und wenn alle Affen nach vorne brechen würden und ihre Verletzungen überspielen würden, dann gäbe es einfach manchmal überhaupt nicht den Raum für Heilung. Und wenn aber alle Menschen vielleicht hypersensibel wären und immer direkt weinen würden, ich bin auch ein weinerlicher Mensch, darf ich sagen, dann gäbe es auch nicht diesen Raum, auch einfach mal zu sagen, wir schaffen das jetzt und wir gehen weiter. Und diese Vielfalt an Menschen und Charakteren zu haben und wie sie mit den diversesten Situationen umgehen, das ist so wichtig bei den Primaten, die einfach nur überleben, weil es einfach die Tiere gibt, die vorangehen, die zurückbleiben, die sich kümmern, die nach vorne brechen und sich durchsetzen. Es ist so wichtig, dass es all diese Tiere, all diese Charaktere in der Gesellschaft gibt, unter den Tieren, aber auch unter uns selbst und auch in deinem Heilungsweg. Und das Spannende ist, du hast auch verschiedenste Anteile davon in dir. Und jeder Anteil ist auch da wichtig. Hör auf, dich zu hinterfragen, weil du an manchen Tagen mehr dies oder mehr das fühlst. Fang an, dich zu verstehen, deine Emotionen. Wer bist du? Du bist hier. Und wenn du bist und verstanden hast, wer du bist, dann kannst du auch erkennen, wer andere sind. Und dann kannst du auch wieder dieses gesunde, liebevolle Wir formen. Weil die größte Beschneidung, die wir uns selbst antun, wenn wir verletzt sind und nicht heilen, ist immer die in Beziehungen. In der Beziehung zu uns selbst, in der Beziehung zu anderen, in der Beziehung im Job, in der Beziehung zur Gesellschaft, in der Beziehung zu unseren Eltern. Wann immer wir irgendwie Heilung verwehren, dann ist es immer diese Beziehungs- und die Gesellschaftsebene, die darunter so unfassbar krass leidet, ob es die Beziehung zu uns ist oder zu anderen. Und deswegen I am, you are, we are und jedes dieser Teile darf gesund sein, darf heilen, auf seine Art und Weise wachsen und dann eben auch zusammenwachsen. Und ich bin so dankbar, dass ich Tierschützerin bin. Ich bin so dankbar, dass ich diese Tiere um mich herum habe. Ich bin so dankbar, dass ich das alles lernen darf. Es gibt noch so viel mehr, was ich mit dir teilen könnte. Es ist wie so die große Bibel der Tiere, die mir mehr und mehr im Leben hilft, wirklich für mich klarzukommen, immer wieder mich selbst auszuwildern, immer wieder zurück zur Heilung, zurück zur Liebe zu finden, zurück zu mir vor allem zu finden und auch zu meinen Beziehungen. Also wenn ich verletzt wurde von einem Tier in meiner Affentruppe, nicht zu sagen, ich verlasse jetzt die Truppe und laufe ins Ungewisse und denke, hier bin ich sicherer, sondern zu bleiben und mich zu verbinden. Und ja, es ist nicht leicht und egal, wie viel du an deiner persönlichen Weiterentwicklung arbeitest, du wirst immer mit etwas im Leben konfrontiert und umgeben sein, was dich vielleicht auf eine Art und Weise verletzt. Aber, und das finde ich so wichtig, Verletzung schließt Glücklichsein nicht aus. Und Prägungen schließen Potenzial nicht aus. Und schmerzendes Herz heißt nicht, dass es geschlossen sein muss, sondern es kann es auch mit Schmerzen offen sein. Und ich hoffe einfach, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn sie dir gefallen hat, dann verlinke ich dir auch in der Warteliste, nee, in den Shownotes, meine Warteliste zu Keep Yourself Wild. Es ist mein Online-Kurs, wo man einfach in 4 Wochen lernt, sich selbst auszuwildern. Und aktuell ist falsch. Wir hatten jetzt im November die letzte Runde und die Tore werden auf jeden Fall nochmal öffnen. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich werde den Kurs auch auf eine Art und Weise nochmal überarbeiten, um noch mehr Tiefe reinfließen zu lassen, weil ich in diesem Jahr nochmal und in den letzten Wochen unfassbar viel lernen durfte und ich euch einfach noch mehr Wissen für eure Ausbildung mit auf den Weg geben möchte. Das heißt, wenn du das nächste Mal dabei sein magst, schreib ich auf jeden Fall auf die Warteliste. Und selbst wenn du schon mal dabei warst, ich werde auch ankündigen, wenn der Kurs nochmal mit neuen Lives und neuen Inhalten öffnet. Und ja, sei da auf jeden Fall aufmerksam, vermutlich nächstes Jahr im Sommer, um da dabei zu sein, weil es wird einfach noch krasser. Und Keep Yourself Wild war dieses Jahr schon so krass und hat so viel in die Welt gebracht und so viel in den Menschen transformiert. Aber man lernt jedes Jahr mehr für seine Ausbilderung dazu. Und deswegen schreib dich auf jeden Fall auf die Warteliste. Mach dir dieses Geschenk deiner eigenen Heilung und sei beim nächsten Mal dabei. Es würde mich unfassbar freuen, dir einfach noch mehr mit auf den Weg geben zu dürfen. Und ja, in dem Sinne drücke ich dich von Herzen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Danke für den Raum, den auch du mir gibst, mich hier verletzlich zu zeigen, in meinem Podcast weinen und lachen zu dürfen, ehrlich zu sein, auch mal zu sagen, alles wirkt im Außen perfekt, aber es gab auch dieses Jahr Dinge, die mir so richtig wie ein Brett ins Gesicht geflogen sind. Und danke, dass du das auch verstehst. Ich verstehe dich auch und ich bin froh, dass du hier bist. Drück dich von Herzen und sag, keep yourself wild und bis nächste Woche, deine Michi.